Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die Wojuk. Der Tag 6, der Tag vor der Horde. Wir sind soweit drauf und dran. Wir haben die letzte Folge, glaube ich, schon hier so ein bisschen Beton gemacht. Da werden wir die Hütte noch ein bisschen verstärken. Und gucken wir, was hier noch drin ist. Ne, der macht noch, ne? Sehr gut. Nehmen wir uns den mal raus und verstärken noch ein bisschen hier rundherum. Und setzen ein paar Spitzen, damit wir uns die Basis schon mal verstärken können. Wir haben hier oben schon diesen Umlauf, sagen wir mal. Habe ich denn den Hammer dabei? Oder habe ich das mit der Wrench gemacht? Konnte man mit der Wrench aufwerten? Nein, könnte man nicht. Verdammt. Oh, ein Hammer. So, warte mal. Wir haben eine Werkzeugkiste, haben wir hier oben. Ja, wieder reinkommen. Neue Aufnahmesession im Live-LP, im Livestream mit euch. Eventuell seid ihr dabei, wenn diese Aufnahme läuft. Ich weiß es nicht. Na, super. Cobblestone Rocks brauchen wir noch. Ich glaube, Cobblestone Rocks. Oh Mann, die machen wir uns einfach schnell, oder? Wir haben ein bisschen Steinchen. Und eine Schaufel sollten wir uns im Bett nehmen. Ich würde sagen, wir kümmern uns in dieser Folge oder jetzt in den nächsten Folgen erstmal darum, die Basis noch ein bisschen abzusichern. So, dass wir dann das schon erledigt haben. Dann können wir noch ein bisschen gucken, was wir hier holen. Aber jetzt sollten wir erstmal die Zeit nutzen, um hier entsprechend alles abzusichern. So, wo haben wir denn er das letzte Mal rausgezimmert? Hatten wir irgendwo so ein Claim? Komm, ich gehe hier an den großen Stein, das müsste doch gehen. Ja, Warzog. Gab schon 2, 3 Updates, also ich weiß nicht genau, was da gebugfixt worden ist. Aber es kommen auf jeden Fall regelmäßig Updates, das ist gut. Und da machen wir mal 140 Cobblestone Rocks. Das sollte reichen, um die Hütte zu verstärken. Viele schreiben, das ist zu leicht. Die finden die Mod einfach zu leicht. Das wäre mit den ganzen Start-Items alles viel zu easy und. Ja, es ist leicht. Aber ich finde persönlich, für so ein Let's Play ist es meines Erachtens ideal. Weil man halt schnelle Sachen zeigen kann. Und es wird auf jeden Fall auch noch schwerer werden. Das sind jetzt erstmal die ersten Horden. Oder die erste Hordenacht. Da wird noch einiges kommen. So, machen wir das hier unten auch gleich. Jo. Wobei es sinnvoll wäre, erstmal oben aufzuwerten. Weil im Endeffekt schlagen sie ja da erst gegen, als statt dass sie hier unten gegenschlagen. So, da sind wir out of Beton. Jetzt überlege ich gerade, ob wir diesen Turm hier wegmachen. Loot Respawn gibt es ja eh nicht und wir könnten eigentlich diesen Turm krachen lassen. Dann haben wir noch ein bisschen Eisen. Ich mach das mal gerade. Ist das lauter geworden? Nee, geht. Dann lese ich immer wieder in den Kommentaren, ich habe dir die Mod installiert, ich habe aber nicht die Map, die du da erwähnt hast. Diese Blunt oder wie sie heißt, irgendwas mit Blunt. Oh, hi. Und wir haben jetzt einen Knüppel gebaut, ne? Den verstärkten. Und der ist ja richtig gut. Nice. Das liegt daran, ich habe in der Videobeschreibung das originale Modpaket verlinkt. Und über den Launcher, wenn ich das richtig interpretiert habe, über den 7 Days to Die Mod Launcher, bekommt man aber nicht das... Das lasse ich mal da. Wir fangen mal hier an. Bekommt man halt nicht diese reine Mod, also nicht die Warzog Mod, sondern man kriegt so ein All-in-One, nennt sich das irgendwie. So ein All-in-One-Paket. Und ich glaube, dass da halt so Sachen drin sind wie verschiedene. So, verschiedene Tiere und ich glaube auch ein paar von den NPCs sind da nicht im Original vorhanden. Ich habe Angst, dass mir das Ding jetzt auf den Kopf fällt. Aber ausdauertechnisch kriegen wir das ganz gut hin, ne? Mittlerweile. Problem ist einfach, dass dieses Gestänge hier unheimlich stabil ist. Moment. Oh ja, es geht schon los. Es geht schon los. Hm? Fällst du mir jetzt auf den Schädel? Noch nicht.
Aber jetzt danach müsste es eklig werden. Ui. Geht doch. Okay. Gut, das können wir auch später wegmachen. Das muss ich jetzt nicht unbedingt jetzt wegschlagen. Was war das eben? Oh, fuck. Alter. Was ist denn das für ein Teil? Schnell. Schrotze. Brauche ich meine Schrotze, verdammt. AK. Und mir ist auch AK. Alter. Oh, okay. Der Seuchenbär. Und die Nachbarn kommen auch gleich in der Hammer. Noch ein Messer einstecken? Jo. Was ist denn das? Da ist doch eine Mini-Horde unterwegs. Ist der schon weg, der Bär? Nee. Da ist noch ein Bär. Seid ihr des Geistes? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Das ist ein Screamer-Bär-Teen. Keine Hundehorden mehr am Tag 5. Ey, meine Tür. Wieso geht der denn so schwer kaputt? Okay. Das war aber eine Überraschung jetzt hier um die Zeit. Oh, noch einer. Was sind das hier? Keine Hundehorden, sondern Superbären. Ob ihr bescheuert seid, habe ich gefragt. Wow. Okay. Das kam jetzt unerwartet. So, bevor es verkommt, das Eisen, nehmen wir es natürlich mit. Ich schlag das Zeug jetzt doch weg. Wow. Okay, warte mal. Wie viel Beton haben wir noch? 281. Können wir mal gucken, ob wir den Rest hier noch aufwerten können. Vor allem auch die Tür mal wieder zumachen. Was haben wir denn hier noch? Wasteman Treasures.
Dann haben wir noch eine M4A1. Was zu essen. Und die kennen wir zwar schon, die scrap ich dann. Ich bin mal gespannt, ob wir später noch ein Rezept bekommen, bei dem wir dann entsprechend diese Seiten verwenden können, um neue Rezepte zu machen. Zumindest kenne ich so von anderen Mods. Na, was macht er denn? Klar. Na? Ich will auf jeden Fall den unteren Bereich komplett upgraden, dass wir dann da auch Spitzen vorsetzen können. Und am besten direkt auf Stahlbeton, also noch eine Stufe. Und denn hier Stahl haben wir da noch? Jo. Okay. Tür wieder intakt. Sehr schön. Papier. Können wir auch hier reinmachen. Grandpa's Learning Elixier. Okay, so haben wir jetzt alles wieder da in der Kiste. Ja, wird doch so langsam. Härtet auch relativ schnell aus, finde ich. Okay, das war's dann. So, dann können wir an der Front zumindest, können wir ja schon mal... Oder... Nee, ich würde ganz gerne erstmal die Ecken vollständig aufwerten. Ich habe auch die Befürchtung, dass hier nicht mehr allzu viel rumkommt. Wir machen erstmal die Ecken. Weil den Rest können wir im Zweifelsfall auch von innen aufwerten. Okay. Und das noch. Und da sind wir auch auf Beton. So, da müssen wir doch von innen rankommen, ne? Ja, das schaffen wir. Okay, das haben wir, das haben wir, das härtet aus, das passt auch. Ja, dann sind wir einmal rum. So, können wir zumindest schon die Vorderseite schon mal machen. Ich weiß, die werden nicht lange halten, aber wenn wir dann später Eisen haben, können wir die auch aufwerten noch. Ich meine, dass es mit Eisen war. So, das können wir alles von innen machen, hoffe ich mal. Und die Begradigungsspitzen sehe ich gerade. Der Boden wird nämlich schön begradigt dadurch. So. So. Und zack. Und bei jedem Reinlaufen werde ich mir jetzt einen Schliffer in die Hand ziehen, habe ich schon das Gefühl. Was ich auch machen will, ist auf Höhe, also wo sie gegenschlagen, auf dieser Höhe diese Spitzen, die Oldschool-Spitzen zu setzen, und zwar verkehrt rum. Da gab es doch irgendwas mit verkehrt rum macht Sinn, weil, weiß ich nicht genau, weil sie dann irgendwie nicht leicht kaputt geschlagen werden können oder nicht als Treppe genutzt werden können, damit die Zombies sich praktisch hocharbeiten. Und wir sollten im Außenbereich ein paar Fackeln rundherum setzen, damit wir abends sehen, wann die kommen. Die kleinen Kacker. So, passen wir auf. Wir machen hier nochmal den Zaun weg, damit wir hier noch gefahrlos durchgehen können. So, wir haben ja noch relativ früh. Da hat jemand gefragt, warum ich den Zaun wegmache, ob das nicht sinnvoll wäre, dass da die Gegner abgehalten werden.
Der hat halt nur eine Haltbarkeit von 300, von daher bringt das so gut wie nichts. So, und dann machen wir am besten hier nochmal eine Reihe davor, dass wir nämlich, wenn die straight... das ist doof. Wenn die straight kommen, dass man dann hier noch durchlaufen kann. Also, dass ich praktisch im Zickzack in die Tür reinlaufe, weil der Zombie ist ja maximal dämlich, der läuft ja senkrecht hier entgegen und rennt dann somit in die Spitzen. Oder ich renn rein. Die Chance ist groß. Ne? Weißt du was, dann mache ich das auch hier zu. Dann gehen wir halt um die andere Richtung rein. Aua, 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 aua. Geht. So, 14 Spitzen haben wir noch. Und noch 100 Zement, da können wir den Rest hier noch aufwerten. Mist, ich komme da nicht dran. Hahaha. Kann ich vielleicht irgendwie... da durchluren? Ja, geht. Aber ich glaube, an der Chemiestation kommen wir nicht vorbei. Außer von der Seite. Nö. Lass mich raus. Lass mich raus. Bin noch so jung. So. Kommen wir eventuell von hier noch dran? Ja. Alles klar. So, mehr als Stahlbeton gibt es eh nicht. Dann setzen wir vielleicht nochmal ein bisschen Beton an, wenn das... Achso, wir brauchen noch mehr. So. Und dort... Wie viel kommt denn hier noch raus? 450, das ist natürlich sehr übersichtlich. Ich würde sagen, wir machen noch Crushed Sand. Machen wir nochmal 1 pro 1000. Ne, wir haben da noch 5000. Was ein Quatsch. Wir haben ja noch 5000. Wir brauchen noch Zement. Der brennt nämlich ja auch noch durch. So. Das ist doch schon mal ganz gut. Haben wir hier noch angesetzt. 775 und Stein brennt auch noch ein. So machen wir das. Okay, die Ecken haben wir schon abgesichert. Und haben wir noch was vergessen? Hier unten haben wir noch. Okay. Jetzt die Schlaghöhe, weil dann können wir hier nämlich die anfangen, die Spitzen dran zu setzen, wenn das entsprechend aktualisiert ist. Kann ich das Ding weghacken? Nee. Und du? Auch nicht. Du bist alles geschützt. Du bist auch geschützt. Auch. Auch geschützt. Auch. Okay, also bis hierhin geht es wohl. Ich räume es jetzt noch weg. Was soll das? Gut. Da habe ich mir das doch. Das ist doch super. Dann... machen wir das hier noch weg. Okay, okay, okay. Da draußen, die können wir noch wegmachen. Ja.
So, Waffenteile müssen wir auf jeden Fall besorgen, denn wir brauchen Reparaturmöglichkeiten, gerade für AK und Konsorten. Und aktuell haben wir nur für die Pistole was zum Reparieren. Und das ist natürlich sehr übersichtlich. Das können wir nicht wegtackern. Das muss da bleiben. So. So, dann schauen wir doch nochmal auf den Spitzen. Spike. Die meinte ich. Iron Spike Lock, da brauchen wir. Ah, perfekt. Die machen wir aus dem Scrap ein. Dann machen wir direkt mal 10, 40, 50. Nee, das ist ein bisschen viel. 50. Weil die können wir im Zweifelsfall auch noch aufwerten. So, dann können wir hier noch verstärken auf Schlaghöhe und dann anfangen nämlich die Spikes zu setzen. Also die ich jetzt gerade da angeworfen habe. Da müssen wir von außen machen. Und hier fehlt wieder der Zement. Aber die Seite können wir schon mal belegen. So, 24 Stück haben wir schon mal. Und dann können wir hier schon mal beginnen. Das ist auch schon Stahlbeton. Frei bewegen. Andersrum. So. Aber da muss ich noch aufwerten. Okay, den haben wir verstärkt. Ich hoffe, dass meine Rechnung aufgeht. Haben wir verstärkt. Da fehlt noch. Da müssen wir noch ran. Da, da. Na komm. Habe ich das schon aufgewertet? Ich meine ja. Dann hoffen wir, dass das funktioniert. So, warum drehe ich die Dinger um? Das liegt daran, dass die Zombies das so nicht als Treppe nutzen können. Irgendein Grund war es. Ist schon ein bisschen her, dass ich das noch weiß. Warum man die so umdreht. Aber man sollte sie auf jeden Fall rumdrehen. Zack. Gut. Dann schauen wir nochmal hier. 70. Also die machen genauso viel Schaden, also ob sie mit der Spitze zu einem gewandt sind, aber der Vorteil ist irgendwie, dass sie nicht als Sprungbrett verwendet werden können oder irgendwie sowas war das. Ich hoffe, das ist immer noch so, ansonsten sieht es halt witzig aus. Die großen Spackschrauben hier in der Wand. Brauche ich einen Monsterschraubendreher hier. Muss ich mir hier mal kurz die Ausrichtung kopieren. So. Hier sind sie senkrecht gedreht. Okay, das ist einfach nur diese Orientierung. Hier müsste man noch aufwerten. Dann können wir uns hier die Orientierung wieder kopieren. Und dann ist es zumindest symmetrisch in eine Richtung. Gut. Knut. Dann haben wir das zumindest schon mal abgesichert. Sieht scheiße aus, ist aber auch nicht wirksam. Und wir haben ein paar Spikes gesetzt. Das ist auch schon mal super. Und vielleicht sollten wir hier vorne noch so eine Reihe setzen. Dass wir hier noch von innen reparieren können. Na komm. So, dann setzen wir noch die letzten Spikes hier rum.
Und jetzt? Also ich weiß nämlich, früher waren diese Spikes waren echt übelst krass. Also da war der Schaden echt hoch. Wenn du nur einmal dran gestriffen bist, hast du schon einen Mordsschaden bekommen. Der macht fleißig weiter. So, wo fehlt uns denn noch die Aufwertung? Haben wir überall, oder? Auf jeden Fall auch gute Erfahrungspunkte, das Ganze aufwerten. Da fehlt uns jetzt noch. Ja, das hat sich doch schon mal gelohnt. Cool. Jetzt können sie kommen. Also. Die können wir, haben eh kein Loot respawnen. Dann können wir die... Wo ist die Wrench? Können wir die mit der Wrench abbauen? Oder die kann man nicht abwrenchen, ne? Ne, die wird einfach nur zerschlagen. Also können wir auch die Axt nehmen. Gut, Knut. Cool. Gut, dann müssen wir mal gucken, dass wir noch ein paar Waffenteile bekommen. Vielleicht hat der Händler ja für uns was. Hatte ich die Dinger hier gelootet? Die hatte ich gelootet. Die Fässer hatte ich auch gelootet. Ich hätte gern Waffenteile. Hast du Waffenteile für mich? Nö. Was hast du dann im Barbed Wire Mod? Was ist denn der Barbed Wire Mod? Vielleicht für den Knüppel? Da habe ich den Kettenmod drin. 1440. Ich habe mein Geld vergessen. Chemiestation. Das habe ich schon gelernt. Das brauchen wir nicht. UR60 Chassis habe ich selber. Wooden Bow. 1700. Hm, Machine Gun Parts. Warte mal. Die könnte ich mir... Ich komme wieder. Boah, ich hoffe, dass das funktioniert. Weil dann hätten wir nämlich, können wir eventuell ein Repair-Kit machen für die AK. Das wäre super. Kohle. Ein bisschen was haben wir. Haben wir was zum Verkaufen? Das Ding. Wir können hier ein paar von den Vorschlaghämmern verkaufen. Diese Biernackeldinger verwende ich eh nicht. Und ich hätte noch einen schicken Leather-Poncho hier. Den kriegst du auch. Und vielleicht hier so ein bisschen ein paar Schuhe. Ich weiß, dass ich die eigentlich reparieren müsste, um ordentlich Geld zu bekommen vom Händler. Aber wir probieren es mal so. Das irritiert mich. So, willst du das kaufen? Okay, den will er nicht. Warum nicht? Weil wir schon einen verkauft haben von der Richtung wahrscheinlich. Gun Parts. Iron Helmet, Double Barrel. Needle and Thread, Leather Armor. Ne, das brauchen wir alles nicht. Den Bogen, da würde ich lieber das Rezept lernen. Das bringt es auch nicht unbedingt. Ein Beaker hatten wir. Nee, passt. Ich hatte noch Dollar, okay. Ja gut, den können wir auch noch eintauschen, ne? Das Billo-Geld. Aber ich würde sagen, das machen wir alles in der nächsten Folge. Wir sind am Ende einer Folge. Wir werden jetzt in der nächsten Folge ein AK-Repair-Kit herstellen, damit wir die AK nutzen können in der Horde-Nacht, weil die wird uns auf jeden Fall noch gute Dienste leisten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Fast eine halbe Stunde. Wieder viel zu lang. Viel zu lang. Bis dahin. Tschüss.